Auch der zweite Tag bei den 41. Internationalen Deutschen Tennis-Jugendmeisterschaften war wieder von spannenden und kampferfüllten Matches im Steffi-Graf-Stadion und den darumliegenden Plätzen des LTTC Rot-Weiß geprägt. Unter strahlend blauem Sommerhimmel war es wieder ein Tag unerwarteter Ergebnisse. Die größte Überraschung war das Ausscheiden des topgesetzten Franzosen Konstantin Bitun-Kuzmin. Auch einige deutsche Junioren mussten in Runde 2 die Segel streichen. Dazu gehörten Robert Strombach vom Gastgeberclub, der Berliner Benito Sanchez Martinez und Leopold Zima aus Bayern. So sind nur noch 3 deutsche Spieler im Rennen. Erfreulich, dass der nach dem Ausscheiden von Bitun-Kuzmin noch mehr in die Favoritenrolle gedrängte Lokalmatador Rudolf Molliker auch sein zweites Match souverän meisterte. Doch das 6:3 und 6:4 gegen den lauf- und schlagstarken Bulgaren Adrian Andreev war schwer erkämpft. Andreev gab in oft langen Rallyes keinen Ball verloren. In Satz 2 führte Molliker schon 4:1, doch der Bulgare holte auf. Molliker gewann den Satz knapp mit 6:4. Auch Kai Lemstra, der den Italiener Davide Tortora glatt in 2 Sätzen bezwang, und Justin Schlageta nach seinem 6:3-7-6-Erfolg gegen den Weißrussen Alexander Liaunenko sind noch im Turnier. Ist für die Nachwuchsspieler, also gerade für unsere deutschen Nachwuchsspieler, extrem wichtig, dass man sich mit den Internationalen auch messen kann, weil unser Schulsystem es für viele nicht hergibt, dass man viel reist. Insofern freuen wir uns vom Verband natürlich über jedes internationale Jugendturnier, wo sich unsere Spieler dann halt wirklich mit den Besten der Welt messen können. Bei den Juniorinnen ist nur noch Jule Niemeyer dabei. Sie war Viktoria Dema aus der Ukraine in 3 Sätzen mit 4:6, 6:4 und 6:2 am Schluss klar überlegen. Ausgeschieden sind dagegen Porsche Talentteam-Spielerin Irina Kantos-Simas, Annika Stabel, Mina Hotzic, Lena Greiner und Julia Middendorf. Trotzdem ist Bundestrainer Dirk Diaz nicht unzufrieden. Also das Turnier war jetzt nochmal ein Schritt nach vorne, muss ich sagen. Wir haben ins Offenbach gespielt und dann hier. Und die Mädels haben sich ganz gut aus der Affäre gezogen, gut gekämpft, gut gefightet, spielerisch auch da ein, zwei Akzente gesetzt und sich weiterentwickelt. Insofern, das ist das, was für uns zählt. Und im Abschneiden insgesamt, wir sind eine sehr junge Truppe hier. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und das war schon ein ganz, ganz guter Anfang. Bevor an jedem Turniertag bei den Allianz Kundler German Juniors die gelben Filzkugeln zwischen den weißen Linien fliegen, sind viele engagierte Helfer nötig, die den Sport erst möglich machen. So gingen etwa an den ersten beiden Tagen jeweils 430 Essensportionen für die Spieler über den Tresen des Clubrestaurants. 15 Ballkinder mussten geschult werden, damit sie ab den Halbfinals den Spielern hilfreich sein können. Ebenso viele Schiedsrichter sind bei den Matches eingesetzt. Bei Tennis Point werden in der Turnierwoche 4 Kilometer neue Saiten auf die Schläger gezogen und vieles, vieles mehr, was im Hintergrund läuft. Bei einem Mann laufen alle Fäden zusammen. Dass die komplette Organisation läuft, dass das operative Tagesgeschäft genau so läuft, wie wir uns das vorstellen, dass wir unsere Zeitansetzung einhalten, dass alle Spieler zufrieden sind, dass wir die ganzen Matches perfekt auf den Platz kriegen und dass natürlich das kostendeckend auch alles getragen wird, das Turnier. Und das soll auf organisatorisch auf unserer Seite als auch auf der Spielerseite so angenehmst wie möglich sein. Das ist im Prinzip meine Hauptaufgabe während des Turniers. Daugard und sein Team werden auch bis zum letzten Ballwechsel für einen reibungslosen Turnierablauf sorgen, wenn die Weltstars von morgen bei den Allianz Kundler German Juniors ihre Schläger schwingen.